Hey Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr in Dragon's Dogma 2 eine Zyklopenbrücke bauen könnt. Das ist für die Trophäe Zyklopenüberquerung. Und dafür müssen wir an einen Ort, der nicht sehr weit von Vanworth entfernt ist. Ihr seht es schon rechts oben, da ist meine Markierung. Und genau dort ist eine Brücke, die zerstört ist. Und da benutzen wir den Ogre oder den Zyklopen, um eben drüber zu kommen. Also ich bin jetzt auf dem Weg dorthin und gleich hinter diesem Felsen werdet ihr diesen Zyklopen auch sehen. Da ist er schon. Und jetzt müssen wir ihn anlocken, damit er uns eben folgt. Und das passiert eigentlich normalerweise immer, wenn wir an ihm vorbeilaufen. Jetzt sind hier aber ein paar Soldaten, die gegen Goblins kämpfen. Und hier ist die Brücke, die ich euch eben genannt habe. Und jetzt müssen wir erstmal diese ganzen blöden Goblins hier töten, damit die uns nicht weiter nerven. Sonst klappt das überhaupt nicht. Und gleich ist das nächste Problem da. Da ist nämlich das Worst-Case-Szenario eingetreten. Zeige ich euch gleich, aber war trotzdem easy. Und ja, wir laufen jetzt zum Ogre hin und wir sehen, er kämpft gerade gegen irgendeinen Gegner da. Oder einen, ja, Soldaten. Und jetzt müssen wir den anlocken, was mit normalen Schlägen auch funktioniert. Ich habe aus Versehen meine Superattacke benutzt. Mit dem magischen Bogenschützen. Das war wirklich keine Absicht. Und Gott sei Dank ist dieser Ogre nicht dabei gestorben. Und diese Attacke hat auf jeden Fall ausgereicht, um die Aggro zu ziehen. Und jetzt folgt er mir, seht ihr jetzt da gerade im Video. Und wir laufen jetzt zur Brücke hin, der Ogre hinterher. Sorry, Zyklop, egal. Und jetzt springen wir hier rüber mit Anlauf über die Brücke. Ja, und ihr müsst aufpassen, dass ihr entweder leicht oder zumindest mittel belastet seid, damit ihr den Sprung schafft. So, jetzt habt ihr gesehen, der Ogre ist umgefallen. Und wenn wir über diesen Ogre drüber laufen, dann werden wir auch gleich die Trophäe bekommen. Zyklopenüberbrückung und das war's auch schon. Also Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, der kleine Guide hat euch geholfen und gefallen. Lasst gerne Feedback da und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und bis bald. Bye, bye.